Hallo meine lieben Kreativlinge. Ja, ich weiß, hier schaut es mächtig chaotisch aus, deswegen möchte ich das jetzt auch wirklich in einem quasi abfilmen und dann kann ich alles wegräumen. Ich habe gestern gebastelt wie eine Blöde. Ich habe gestern gemacht und gematscht und gemacht und ne? Und ich hatte so Spaß daran, dass ich euch zeigen wollte, was ich ja gemacht habe oder ja, was ich gematscht habe. Ich wollte ja noch unbedingt diese Sternschablonen von Globaland verwenden. Die hatte ich mal bei der Kooperation raussuchen dürfen. Ich wollte die unbedingt verwenden. Ich wollte das Zeug nicht nur haben, sondern ich will es auch verwenden. Das ist übrigens die Nummer. Dann aus der Kooperation stammt noch, ich hoffe, das ist das Richtige, die Briefmarken. Das müsste die Nummer sein. Gesagt, hier liegt wirklich jetzt alles. Ja. Wo fange ich am besten an? Ich denke, wir fangen am besten bei dieser Karte, bei diesem Tag hier an. Jo, gestanzt habe ich den, glaube ich, nicht übrigens. Die sind immer. Also ich finde die Tags so genial und das sind so viele drin. Ne? Schaut euch ja mal an, wie viele hier drin sind. Da ist die da, die wir jetzt dann benutzen. Und die hier, die hier. Ich würde am liebsten alle gleich benutzen, aber das schaffe ich leider nicht. Die hier. Ja, und wie gesagt, da sind dann auch nochmal so Add-ons mit da dabei. Also, ich sage das nicht nur, weil ich die Kooperation hatte, habe, sondern ich hätte sie mir sowieso gekauft. Also, abgesehen davon. So, ich habe mir den Tag vorgenommen. Ich hoffe, das Video wird nicht zu lang, aber ich möchte das so gerne abfilmen, damit ich ja wieder Platz habe, wie ihr es sehen könnt. So, dann stand sich einmal aus. Brr, denn die habe ich jetzt extra auf lautlos gestellt, weil das in einer Tour vibriert. Habe ich denn die anderen Sachen auch ausgestanzt oder habe ich die nicht ausgestanzt? Nein, schaut nicht so aus. Dann stand hier noch so Blümchen aus. Die habe ich mir selber gekauft. Also die waren nicht bei der Kooperation dabei. Die habe ich auch schon relativ gut benutzt. Sind leider verkehrt rum. Das wäre die Nummer. Schreibt sie euch dann einfach raus, wenn sie euch gefallen. Ich möchte gern alles abfilmen. Ich dachte, ich hätte die Blümchen ausgestanzt, aber scheinbar nicht. So, der Schopf, der hat es mir echt angetan. Wundert euch nicht, wenn ich etwas daneben bin. Ich bin heute so müde. Ich habe heute Nacht nur 3 Stunden, 4 Stunden. Halb zwei bis fünf habe ich geschlafen. Jetzt wissen auch meine Mädels, wann ich das Video aufnehme. Na 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 na. Denkt euch nichts dabei. Ich habe nicht geschlafen. So, dass wir das haben. Ich sagte, ich mag die Produkte von Globaland echt. Das Einzige, ich bin ehrlich zu euch, das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass dann das immer gleich der Versand so teuer wird. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen stört. Wenn du mehrere Sachen bestellst, dann wird der Versand dann immer gleich so teuer. Das ist das Einzige, was mich stört. Aber ansonsten mag ich Globaland. So. Das, das, das. So. Das färbe ich mir jetzt mit Musterzieht erstmal ein. Mache ich einfach auf meinen Acrylblock.
ein bisschen Wasser drauf. Tütscht es dann da so rein. Schaut gut aus. So, wir machen heute mehrere Sachen. Ich bin so richtig im Matsche-Modus heute. Wobei gestern schon. Ich hatte ja gestern schon Dingens kühlen. Ich brauche noch eine Blume, ne? Ja. Ich brauche noch ein Stück Blatt. Dann nehme ich jetzt die kleine her. Und so müsst ihr euch vorstellen, so ging es mir dann gestern. Ich habe mit einem Fleck angefangen und es hat so, so Spaß gemacht. Gut, das Basteln macht immer Spaß, aber gestern dieses einfach drauf losbasteln, ohne dass du weißt, wie es aussehen soll. Versteht ihr, was ich meine? Dieses... Ja, ich mache einfach mal dieses, ja, Matschen, dieses sinnlos und ohne Verstand. So. In der Zeit färbe ich mir mal mein Zeug da ein. Ich nehme Victorian Velvet für die Blümchen. Da färbe ich mir so die Blümchen so ein bisschen ein. Nicht ganz. Also wirklich nur so ein am Rand. Das mache ich mit den Blättern genauso. Ich werde dann zwischendurch einmal auf Pause schalten. Wenn ich zum Beispiel das jetzt erledigt habe, dann kann ich ein bisschen was wegräumen. Und das werde ich dann auf Pause stellen, dass er das nicht mit ertragen müsst. Brr, brr. So, die sind fertig. Ich föhne das mal kurz an. Und ich hoffe, die Kamera hält so lang durch. So, dann habe ich so Hintergrundstempel. Die sind auch von Globaland, das weiß ich. Das war die Großbestellung, was ich damals gemacht habe mit meinen Mädels. Ich habe leider die Nummer nicht, weil ich sortiere die ja normalerweise so um und lasse die ja nicht in den Originalhüllen. Aber ich denke, das ist nicht tragisch. Nee, das ist die falsche. Seht ihr? Wäre schon fast passiert. Da. Das habe ich mir aufs Drink draufgezogen. Das kann ich dann alles schon mal wegräumen. Wenn ihr den Hintergrundstempel wollt, dann gebt einfach in der Suche Background ein oder so. Dann findet ihr das auch. Schon mal komplett weg, weil das brauche ich ja jetzt nicht mehr. Okay, dann nehme ich mir eine Klebemaus. Mache hier so einen Klebestreifen hin. Dann habe ich so, ich weiß gar nicht, wie heißt denn das eigentlich? Halt so Band. Keine Ahnung, wie das genau heißt. Mache ich mit der Klebemaus deswegen, weil dann habe ich kein Gefummel mit dem Flüssigkleber. Weil das hat ja, ne,
Riefen, Rillen, Öffnungen, wie auch immer. Und dann habe ich den ganzen Klebematsch. So. Dann mache ich hier hinten 3D-Pads drauf auf die Blümeleins. Brr, brr. So, ja, Gott sei Dank haben wir mein Handy stumm geschalten, sonst das, ihr würdet wahnsinnig werden. Ihr würdet wahnsinnig werden. So. Ich gucke nur nach meiner Vorlage. Ich habe ihn natürlich auch gut geklebt. So, und ein bisschen drunter schmuggeln. Ich hoffe, die Hintergrundgeräusche sind nicht so arg, aber wir haben die Fenster auf, weil es gerade noch relativ angenehm ist bei den Temperaturen. So, dann habe ich eben so ein Blümchen ausgestanzt aus diesem Set da. Das ist ja bei dem hier, genau bei der hier dabei gewesen. Das färbe ich mir auch noch mal ein bisschen mit Victorian Velvet ein. So. Dann habe ich so Sicherheitsnadeln. Sind eigentlich aus dem Nähbereich, aber Bastler können ja alles verwurschteln, ne? Sind leider nicht von Globalin. Ich gestehe. So, auf. Das Blümchen drüber. Wurschel, wurschel, wurschel. Brr, brr. Und da ist der erste Tag. Fast fertig, wir haben die Pünktchen vergessen. Wir haben die Pünktchen vergessen. Wäre beinahe fatal gewesen. Nee, ich will so ein rosa. Da. Na toll, Kleber wieder zu. Ja, so, gestern habe ich gut gebastelt, jetzt ist dann, ja, da muss ich jetzt quasi wieder alles von vorne anfangen. Aber jetzt kriegt er quasi alles live mit, quasi. Boah, Handy. Kann man nachgucken, ob das wichtig ist. So. Das wäre jetzt dann der erste Tag. Ja. Ich habe, weil ich bescheuert bin, habe ich auch ATCs gemacht. Zwar nicht ganz so, weil die Tags größer sind wie die ATCs, aber vom Stil her, na, auch mit Gebamsel und so. So, ATCs haben mir es echt angetan. So, ihr seht, ich habe ein bisschen Platz gemacht. Es wird lichter. Es wird lichter. Ich bin gerade überlegen, wenn man eine Heißklebepistole schnell anschmeißt. Ne, ich brauche den Föhn noch. Ja, dann habe ich hier den Tag ausgestanzt. Das ist auch so. Ne? Brr, brr. Ich habe gerade mal nachgeguckt, so wichtig ist es nicht. Sorry, es ist jetzt beispielsweise dafür, aber so ist es dann auch mit dem anderen. Ich finde den anderen jetzt nicht auf die Schnelle. Ja, und damit werden wir jetzt matchen mit dem nächsten. Zuerst nehme ich mir Vintage Photo. Mache dasselbe wie vorhin auch. Acrylblock. Nachspritzen. Dann nehme ich meinen Tag. Und titsch den da so rein. Das ist okay. Dann nehme ich Walnut Stain.
auch wieder auf dem Acrylblock. Auch wieder mit Wasser. Da tütsche ich dann den oberen Teil rein. Und während das trocknet, ich zeige euch mal übrigens den Tag. Der schaut so aus. Während das trocknet, widmen wir uns dem Schmetterling. Da habe ich ein Papier. Dann brauche ich ein Stück Papier davon. Dann den Schmetterling. Ich muss gucken, welchen ich genommen hatte. Ich habe den hier genommen. Die sind übrigens auch von Globaland. Habe ich mir auch selber bestellt. Leider nicht in der Kooperation. Aber egal, ich muss ja nicht die Dinge fünffach haben, ne? Nur damit ich sie... Wisst ihr schon. Als ich die gesehen habe, habe ich gesagt, oh, die sind aber schön. Und ich habe mir die tatsächlich kleiner vorgestellt. Aber schaut euch mal dieses Monster an. Aber die sind so, so schön. Und ich weiß jetzt schon... Ich bin ja auch nebenbei am Stempel aussortieren und aussortieren. Das ist so, alles läuft nebenbei. Da kommen meine anderen Schmetterlingsstempel mindestens ein Set weg, weil ich die viel, viel schöner finde. Schauen, ob ich die... Ja, das ist die Nummer. Ich finde es so schön, das Set. Und ich hätte nicht gedacht, dass das so groß ist. Ich habe damit auch schon gearbeitet. Der hier ist schon grün. Den habe ich schon grün benutzt. Ich glaube, den hier habe ich auch schon benutzt. Also ich habe auch schon benutzt. So ist es nicht. So. Ich labe heute viel. Das Ganze werde ich embossen. Mit Cooper. Okay, ist mal wieder weg. Also heute müsst ihr mich ein bisschen länger ertragen. Beide Zeit ist noch relativ okay. Das werde ich schnell föhnen. So, das ist geföhnt. Und jetzt stecke ich erstmal meine Heißklebepistole an. Ich habe zwar noch mehr Steckdosen, die sind unterm Tisch, was ja nicht das Problem ist, aber da hängt einmal meine Lampe dran und mein Ladekabel. Und da stehen Sachen davor und ich bin zu faul. Ich bin zu faul, die wegzumachen. Und dann müsste ich jedes Mal da vorbei. Vielleicht irgendwie wirklich mal so einen Dreierstecker hier hinmachen. Dass ich dann wirklich hier dann oder unterm Tisch festmachen. Dass ich das mal dann in meiner Nähe habe. Man kann ja immer optimieren. So, ich habe mir jetzt Vintage-Foto drauf gemacht auf meinem Acrylblock. Und nee, war Walnut Stain. Wobei ist er? Entschuldigung. Ich laber und laber und laber. Ja, war Walnut Stain. Man merkt dann doch schon ein bisschen den Unterschied. So.
Aber ihr seht schon, es lichtet sich ganz langsam. Das lassen wir jetzt trocknen. Dann widme ich mich hiermit. Da nehme ich eben dieses Stempelset. Da hatte ich, glaube ich, die Tulpen verwendet, wenn mir nicht alles täuscht. Und das werde ich auch mit Walnut Stain stempeln. Und wenn das jetzt nicht optimal stempelt, das stört mich jetzt hier überhaupt gar nicht, weil das ist ja Vintage, das ist ja... Ne, wisst ihr, wie ich meine? Das ist ja eine, fast beabsichtigt, kann man sagen. Dass es nicht ordentlich gestempelt ist. Okay. Nicht richtig ausgeschnitten, okay. So, dann werde ich mir das schon mal hier aufkleben. Nee. Erst mache ich wieder meine... Nee, ich klebe doch erst auf. Sonst weiß ich gar nicht, wie weit ich muss. Ja, Kuddelmuddel. Und dann habe ich nicht geschlafen. Viel Kaffee habe ich auch noch nicht intus. Ich bin immer noch bei der ersten Tasse. Aber ich würde das gerne heute abfilmen. Dann kann ich mein anderes Projekt starten. So, machen wir auch wieder Klebemaus. Dann wieder das Band. So. Dann kann ich schon mal... Ja, mein Band hier oben festmachen. Da habe ich einfach, ja, wie heißt dieser Wickelverband? Ach, wie heißt er denn? Mullbinde, genau. Habe ich genommen. So, wir Bastler können wirklich alles verwenden. Und dann nehme ich noch so ein Goldband. So ein Bronzeband hatte ich leider nicht, sonst hätte ich lieber Bronze genommen. Hoffentlich kriege ich jetzt den Knoten einigermaßen hin. Im Moment bin ich total schlecht, was Knoten anbinden geht. Ich habe gestern gedacht gehabt, ich werde wahnsinnig. Ich habe keinen Knoten hingebracht. Na, haben wir schon wieder. Liegt vielleicht auch an die Fingernägel und dass das Band so dünn ist. Aber allgemein stelle ich mich wirklich an beim Knotenbinden zurzeit. Ich, keine Ahnung. Ein Blackout oder so. Einmal. So, ein bisschen kürzer machen. Dann habe ich da schon mal Heißkleber, vielleicht nicht unbedingt am Boden tropfen. Dann schneide ich meinen Schmetterling aus. Wollte schon beinahe sagen, in der Kindersprache, wie meine Kleine das erste Mal Schmetterling gesagt hat. Das wollte ich dir schon beinahe sagen. Oh. Jetzt muss ich dann auch noch kochen. Ich wollte das jetzt so gerne abfilmen. So. Dann habe ich noch aus dem Set hier dieses Love Mail, bevor ich das jetzt wieder vergesse, gestempelt. Färbe ich mir ebenfalls ein. So ein bisschen mit Vintage. Foto Vintage, genau. Foto Vintage. Ne, Vintage Foto, so rum. Das ist nur so angehaucht, weil dieses ganz Weiße wollte ich jetzt nicht haben.
Das ist reihenweise. Deswegen habe ich mir das so ein bisschen angetitscht. So. Dann mache ich mir jetzt 3D-Pads drauf auf meinen Schmetterling. Jetzt wollte ich schon wieder die Kindersprache sagen. Mittlerweile kann sie es ja richtig sagen. So ist es ja nicht, ne? Aber die Mamas unter uns, die können sich bestimmt noch erinnern, wie die Kleinen das Sprechen gelernt haben und dann die Wörter ein bisschen verdreht haben. Ich hab zum Beispiel früher nie Klopapier sagen können. Meine Mama hat mir das erzählt. Ich habe nie Klopapier sagen können. Meine Kleine kann's. Aber ich habe nicht Klopapier sagen können. Ich habe Klokakakapapier gesagt. Ah. So, erst den Körper, weil der liegt ja weiter unten. Flügel sollen ja so ein bisschen 3D-mäßig sein. Okay. Jetzt muss ich gucken. Dann habe ich hier so Blümeleins. Die habe ich auch schon ewig. Ich glaube, das war eines der ersten, was ich überhaupt je gekauft habe. Da mache ich mir jetzt Heißkleber drauf. Der tropft gerade. Jetzt habe ich einen Spinnenfaden hier hängen. Also einen Heißklebefaden. Ah, nein. Also ich glaube, ob ich das bewerbe als Kooperationsvideo, weiß ich noch nicht. Bleib doch stehen. So, dann brauche ich noch ein paar Dingsies. Auch wieder in diesem rosa Ton hätte ich das gerne. Wenn er sich umdrehen lässt. Nein. Mal jetzt Heißkleber drauf. Einmal. Muss es nur noch umdrehen können. Ja, manchmal, die rollen aber auch immer zurück, ne? Diese blöden Halbperlen hier. So, da wir einen Faden. Was nicht so schön ist. So. Das dürfte jetzt mittlerweile trocken sein. Auch ausstecken. Dann läuft sie nimmer weiter. Mache ich auch einen 3D-Pad drauf. Wo ist mein Pixie? Nee, ist kein Pixie. Da. Und dann kommt es dahin. Und dann hätten wir den zweiten Tag fertig. Wie gesagt, ich war gestern total im Flow und es hat so viel Spaß gemacht. Ich konnte mich so richtig austoben. Und natürlich habe ich auch ATCs da gemacht. Ich hatte gestern richtig, richtig Spaß. So, und jetzt machen wir noch eine ATC zusammen. Und dann kann ich die nämlich komplett fertig machen. Und ja, so schaut die aus. Auch wieder, ne, alles von Globaland. Zuerst brauche ich einmal ein schwarzes Papier. In den Maßen 8,5 x 6 cm. Ich bin gerade überlegen. Ich glaube, ich stempel erst den Schmetterling, weil dann kann er trocknen.
kein Papier mehr da. Da hatte ich mich hier für den hier oben entschieden. Aber ihr seht, es hat sich schon wieder ein bisschen gelichtet. Stempel ich mit Versafine Clear, ganz einfach. Wir machen jetzt erstmal die Wasserarbeiten, dann kann das vor sich hin trocknen. Lege ich gleich nach hinten. Das habe ich eingefärbt mit Blueprint Sketch. Habe ich auch. Ich habe gestern total gematscht und gemacht und getan und. Darf auch mal sein. Einfach so hinsetzen und machen. Dass das alles von Globaland ist, da. Ja, da hatte ich Glück, konnte man sagen. Ich habe von hier vielen anderen Herstellern zum Beispiel Hintergrundstempel oder auch Schmetterlinge. Aber wie gesagt, die Schmetterlinge werde ich definitiv austauschen. Weil ich finde die von Globaland echt schön. Da kommen die von Action zum Beispiel komplett weg. So. Trocknet jetzt. Trocknet nochmal. Dann habe ich hier so Papier. Davon habe ich noch massig. Also ich könnte damit noch eine Wohnung tapezieren. Aber ich dachte eben, gerade für dieses Vintage eignet sich das relativ gut. Und dann stempel ich mir einmal auf das Papier direkt. Die Tulpen. Und was hatte ich noch gestempelt? Stört mich jetzt nicht unbedingt. Das war doof beim Ausmalen, aber stört mich jetzt nicht unbedingt. Ah ja, und die Narzissen oder was das sind. Ich kenne mich da leider nicht aus. Tulpen kann ich noch unterscheiden. Löwenzahn kriege ich noch hin. Orchideen. Gänseblümchen. Pusteblumen. Das kriege ich noch hin. Aber dann wird schon schwierig. So, dann nehme ich einmal ein Gelb. Dann haben wir das auf dem Acrylblock. Hoffentlich reicht es noch, das Wasser. Und dann male ich einfach die Blümeleins so ein bisschen aus. Wirklich nur so, dass ein bisschen Farbe im Spiel ist. Dann nehme ich Festive Berries. Keine Ahnung. Damit male ich die Tulpen aus. Das Handy geht auch in einer Tour. Ne? Ich soll ja, ist froh. Ich bin froh, dass ich es auf lautlos gestellt habe, weil heute ist schon ganz schlimm. Dann nehme ich noch Move It Lawn. Und mache damit noch ein paar Blätter oder so, titsch, titsch, titsch. Ist halt einfach nur, dass so ein bisschen Farbe drin ist. Ich glaube, ich werde das mal kurz anföhnen. Dann auch ja alles trocken ist. So, und jetzt widmen wir uns dem Hintergrund. Meinen Buddy.
Da habe ich jetzt diesen anderen, diesen Blumen-Hintergrundstempel genutzt. Der hier abgestempelt so aussieht. Der andere schaut so rum. Schaut so aus. Das werde ich ganz normal embossen mit Weiß. Das mache ich jetzt auch schnell mit dem Acrylblock. Einmal. Zweimal. Braucht auch wieder nicht perfekt sein. Von den ATCs muss ich allerdings noch welche machen, weil die habe ich dann gestern nicht mehr fertig gemacht. Für die Serie. Ich hoffe, ich habe alles erwischt. Oh, ihr müsst mich aber heute lange ertragen, ihr Armen. So. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich mein Zeug hingeschmissen habe. Ich guck nur mal. So. Dann nehme ich die Briefmarken. Schnall die einmal so aus, wirklich nur auf die Schnelle. Was heißt auf die Schnelle? Ich weiß gar nicht. Ich hab letztens erst eine Bestellung gekriegt, da waren Standschablonen von Briefmarken dabei, aber ich glaube nicht, dass die passen. Ich glaube nicht, dass die passen. Die anderen Briefmarken, die ich da, die Standschablonen, die waren eher quadratisch. Ist auch so ein Set mit Tags und so. Tickets, genau, Tickets. Briefmarken und Tickets. So, ja, der Shop macht mir nur arm. Und jedes Mal, wenn du denkst, doch, du hast jetzt so langsam deine Wunschliste abgearbeitet, dann kommt immer mehr. Immer neue Sachen und immer schöne Sachen. Ja, man muss nicht alles haben. Stimmt. Aber ich möchte. Ich bastel ja auch. Obwohl, wir können dann gleich. Ich weiß, so geht man nicht mit seinen Stempeln um. Den ATC-Ding aufstempeln. Der ist übrigens auch von Globaland. Das ist so ein Vierer-Set. Naja, ich habe wahnsinnig viel von Globaland. Ist halt nur ein wenig feucht, ne? So, nochmal ein Schmetterling. Jetzt wollte ich es schon wieder sagen. Schmetzeling. Sie hat immer Schmetzeling gesagt. Wie gesagt, vor den ATCs werde ich jetzt dann noch zwei Stück machen. Für eine Serie. Ist ja egal, wie groß die Serie ist, aber ich mache zurzeit immer 4 Stück.
Wenn man die jetzt wirklich nur rein farblich stempeln würde, das schaut bestimmt auch toll aus, ne? Einfach nur farblich stempeln, weil die sind ja wirklich sehr, sehr, ne, die kleinen Pünktchen hier, die schauen ja schon echt toll aus. Also ich sag ja, da werden die anderen die definitiv weichen. Von meinen Stempeln, wenn ich mal Zeit habe. Aber schau, jetzt hat sich das schon wieder ein bisschen mehr gelichtet. Das ist schon wieder mehr Platz. Das mache ich dann davon noch zwei Stück. Und dann schaut das Ganze schon wieder sehr human aus hier. Da muss ich mal abschneiden. So, dann wäre unsere ATC auch fertig. Alles nur mit Material von Global Lens. Naja, gut, ich habe ja schon mittlerweile einiges. Ja, meine Lieben, das war's jetzt erst einmal für heute. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Ich mache jetzt die anderen zwei fertig. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin sage ich Tschüss, wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund. Bye, bye.